So Leute, ich bin's mal wieder, der Flossi, beim dritten Tag dieser Woche und wir haben fast Halbzeit. Kann man so sagen, so ungefähr Halbzeit. Wir haben den dritten von 6 Tags. Und dies ist der Retro-Tag von Geotamer. Und es sind glaube ich wieder 15 Fragen. Warte mal, ich gucke selber mal kurz, wie viele es sind. 15 Fragen. Und die werde ich euch natürlich alle wahrheitsgetreu beantworten, denke ich mal, dass es wahrheitsgetreu ist. So, die erste Frage. Was ist oder war dein Lieblingsspiel aus der Kindheit? Das war unter anderem Kirby's Dream Land, aber auch SpongeBob Schwammkopf, Schlacht um Bikini Bottom und auch Super Mario Land. Zweite Frage. Was ist deine Lieblingskonsole, der Computer? Klar, Mann, der Computer zählt nicht als Konsole. Meine Lieblingskonsole ist tatsächlich die Wii, weil es die Konsole ist, die ich am meisten benutzt habe und für die ich die meisten Spiele hatte. Ich hatte davon wirklich eine ganze Schrankwand voll so. Ja. Okay. Meine Lieblingskinderserie ist Frage Nummer 3. Das wäre einmal... Ich will der Allerbeste sein. Ich höre schon auf zu singen. Pokémon und SpongeBob. Ja, ich bin mit SpongeBob aufgewachsen. Ich bin früher. Ja. Frage 4. Wie stehst du zu dem Thema Fernsehprogramm früher und heute? Speziell zu Kindersendungen oder Animes? Hashtag Pokito. RTL, das mir mal unangenehm. Das habt ihr gerade nicht gehört. Also ich fand, damals waren die Serien viel, viel lustiger und viel, viel besser. Gerade diese Anime-Serien, Pokémon und so. Pokito gibt es ja mittlerweile nicht. Ich glaube, das Ganze kann man nur noch auf, wie heißt der Sender? ProSiebenMax. Ich glaube, die ganzen Animes gibt es nur noch auf ProSiebenMax. Und vor allem auch die Super RTL und Nickelodeon-Serien, die waren damals so viel besser. Wer erinnert sich noch an CatDog, Hey Arnold, Angela, Anaconda oder wie das hieß? Die Beaver-Brüder und so weiter und so fort, ja. Ja, okay. Auf jeden Fall ist das meine Meinung dazu. Die Frage Nummer 5. Spielst du heutzutage noch Spiele von damals oder nur neuere Spiele? Schaut auf meinen Kanal. Hier ist mein Mikro, nicht dass ihr euch wundert. Dann schaut mal in die Kanalbeschreibung. Da steht was. Retro-Freak und so. Obwohl ich noch relativ jung bin, bin ich trotzdem ein Retro-Freak, so wie der Geotamer auch. Der ja, glaube ich, ein Jahr jünger ist als ich. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Frage Nummer 6. Mein Lieblingsopening Opening oder Intro einer Sendung, egal ob früher oder heute. Warum bin ich so fröhlich war ich nie. Ja, auf jeden Fall ist das eins meiner Lieblingsintros von, wie hieß die Serie, Alfred Jidokus Quack, irgendwie so in der Art. Ich weiß gerade nicht mehr, ich hab's mir aufgeschrieben, ja. So ist die Serie tatsächlich. Hat es doch noch im Kopf. Ich habe es gerade aus dem Kopf gemacht, aber ja, so heißt sie. Und natürlich Pokémon. Also von der ersten Staffel noch. Ich will der Ja, ist ja gut. Hör auf zu singen. Okay. Frage Nummer 7. Bei welchem Spiel hast du die meiste Zeit deines Lebens geopfert? Komme ich gerade nicht dran. Aber das war Pokémon Perl. Das waren so über 100, 120, 130 Stunden bestimmt. Boah, war schon einiges. Ich glaube, darin habe ich am meisten Zeit investiert. Frage 8. Hörst du Musik beim Zocken oder zockst du ohne? Je nachdem. Ich kommt immer drauf an. Ich höre mir auch manchmal gerne die Gaming-Musik an, aber so allgemein beim Zocken, so abends eher ohne Musik, da bin ich eher am TS, also auf unserem Teamspeak-Server. Ja gut, Frage Nummer 9. Bist du eher der alleine zockt oder zockst du lieber mit Freunden? Eigentlich bin ich eher der Solo-Zocker, aber wenn sich natürlich jemand anbietet,
ja, ich lasse das mit den Augenbrauen mal lieber. Dann natürlich auch gerne zu zweit. Frage Nummer 10. Was ist dein Lieblingsgenre bei Spielen? Da schreibe ich euch dann in Klammern, beziehungsweise hat mir der Geodämer in Klammern geschrieben, was gemeint ist. Weil ich so blöd bin. Action, Denk, Strategie, Jump Run, etc. Und meine Lieblingsgenres sind Jump'n'Runs und Rollenspiele. Ja, weil einfach darum. Mag ich. Muss ich dazu noch mehr sagen? Und Action-Adventures. Action-Adventures nicht ausgelassen, denn Zelda ist ja ein Action-Adventure. Frage Nummer 11. Gibt es ein Spiel, bei dem du dir ein Remake wünschst? Da können wir nochmal auf den letzten Deck zurückspringen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann tut es gefälligst. Sonst hasse ich euch. Das wäre Conker's Bad Fur Day. Und das wünschte ich mir gerne unzensiert für die Wii U. Also ohne diese Kack-Zensur von der Xbox-Version. Bläh. Ich habe die zwar nie gespielt, aber ich weiß, dass sie stark zensiert wurde. Frage Nummer 12. Welche Konsolen hast du oder hattest du mal? Okay, zähl auf. Wii, PlayStation 2, Game Boy Color, Color meine ich. DS, DSi, 3DS und die Wii U. Frage 13. Bezeichnest du... Lippen entspannen und Wörter finden. Bezeichnest du dich als Zocker? Wenn ja, wieso? Ich würde mich eher als Gamer bezeichnen. Nicht als Zocker, sondern als Gamer, weil ich ja schon gerne spiele und mich auch gerne darüber unterhalte und so weiter und so fort. Joa, und halt auch Let's Play. Ich glaube, ein Nicht-Gamer würde wohl nicht Let's Playen, oder? Wenn du Nicht-Gamer bist und trotzdem Let's Playst, beweise mir, wie das geht. Frage Nummer 14. Wenn dir etwas bei einem Spiel zu schwer erscheint und du es nicht schaffst, gibst du schnell auf oder probierst du es weiter? Ich gebe sofort auf und renne mich zu meiner Mami. Nein, Spaß. Ich probiere es so lange weiter, bis es irgendwann klappt. Und wenn es dann doch nicht klappt, dann lasse ich es irgendwann doch sein. Also ich gebe nicht so schnell auf. Frage Nummer 15. Wärst du traurig, wenn Nintendo pleite gehen würde? Jetzt müsste ich eigentlich so eine kleine Geige rausholen. Und ja, wäre ich natürlich, denn ich bin mit Nintendo aufgewachsen und ohne Nintendo-Spiele und Konsolen würde irgendwo schon was fehlen. Aber so schnell wird es wohl nicht passieren, dass Nintendo pleite geht, weil ich meine, keine Ahnung, wie viele Millionen die auf Reserve haben. Ja gut, das war dieser Tag dann auch und ich tagge natürlich mal wieder zwei Leute. Und zwar tagge ich den lieben Storm und die liebe Miss Mirp. Beide sind natürlich unten verlinkt. Schaut bei ihnen rein. Hoffentlich macht ihr den Tag. Wenn nicht, dann hasse ich euch. Das war ein Scherz. Ich habe euch alle lieb. Und die Geile hier hinter mir hat euch auch alle lieb. Auf jeden Fall. Geodimer ist verlinkt, Storm und Miss Mirp sind verlinkt, ich bin verlinkt. Nee, ihr seid ja schon auf meinem Kanal, warum soll ich mich verlinken? Ja gut, das war der Tag. Ich hoffe, dieser Tag euch gefallen. Hat euch gefallen. Und morgen kommt ein recht kurzer Tag vom lieben Weilbaum. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss, Kowski, euer Flastwie.